Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unseren Tag heute am 15. August 2017? Mond bewegt sich gerade in der Kreiszeichen Stier. Hat eine abnehmende Mondphase. Eine abnehmende Mondphase eignet sich ganz gut von etwas trennen, loslassen, bereinigen, verabschieden oder kündigen, all das, was uns belastet. Es ist noch ein Einfluss auf unseren Mond heute und es ist der Stern Alkohol. Alkohol wird als der Dämon bezeichnet. Aber ab wann hat dieser Name erhalten? Ab Mittelalter. In alten Zeit bei den Ägyptern war Alkohol noch verehrt. Die Ägypter haben Alkohol beobachtet und haben erkannt, dass Alkohol ändert die Farbe und auch die Lichtstärke. Weil das ist ein Dreifach-Sternsystem. Und die Ägypter haben das benutzt zum ihren Orakelkalender und könnten sie ihren günstigen und ungünstigen Tagen beschreiben durch die Änderung der Sternalkohol. Wir brauchen von diesem Stern keine Angst zu haben, wovon wir vielleicht achten, worauf wir achten sollen, das sind unsere eigenen Ängste. Und dazu ist die Geschichte der Geschichte von Andromeda. Es gab eine Königin Cassiopeia und sie prallte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste und sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen Jungfrauen haben bei Poseidon, bei Gott des Meeres, beschwert. Poseidon schickte den Walfisch in die Königreich, die Königin zu bestrafen. Was macht dieser Walfisch? Nahm die Königstochter Andromeda und fesselte zu einem Felsen. Andromeda hatte Angst, da war die Medusa, die furchterregende und dieser Stern Alkohol ist nichts anderes als der Kopf von dieser Medusa. Und das sind die Ängste, was uns oft fesselt im Leben. Aber Andromeda war befreit, weil es kam Perseus und hat mit seinem Schwert Andromeda befreit von diesem Fessel. Und die beiden, Andromeda und Perseus, haben sich sogar verliebt. Und dann kam Pegasus, die geflügelten Pferd, und sie haben dann geflogen im Himmel, weil dieser Pferd könnte auch fliegen. Und das ist die Geschichte. Und dieser Alkohol, was heute wirkt, das ist dieser Kopf von Medusa. Und man sagt, wenn diese Medusa man anschaut, dann wird man wie Stein. Weil Medusa hat ihre Haare aus Schlangen und so furchterregend. Also das ist die Geschichte dazu, was wir daraus lernen können, von unseren Ängsten befreien. Und wenn das gelingt, dann haben wir auch Glück. Und das verspricht Fortuna. Weil Fortuna zieht die los und hat schenkt uns große Glück im Leben und genau die Stiergeborenen haben heute Glück. Wenn die Stiergeborenen wissen möchten, in welchem Lebensbereich sie gerade Glück haben, darüber habe ich eine extra Aufnahme, tägliche Glücksenergie. Und wir schauen jetzt die einzelnen Tierkreiszeichen an. Es ist heute eine gewisse innere Spannung da. Oder Nervosität. Das spüren auch die Stiergeborenen. Vielleicht haben sogar Ängste momentan. Angst vor Veränderungen. Und wir alle, aber auch die Stiergeborenen, sollen ihren Ängste überwinden. Und diese Spannung ist aber beruhigt sich in den kommenden Tagen und kommt etwas in Bewegung.
Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein beruflicher Aufstieg und in den kommenden Tagen bewegt sich auch einiges und die Zwillingsgeborenen haben mehr Klarheit, mehr Orientierung. Diese Spannung, diese Nervosität spüren auch die Zwillingsgeborenen. Auch wenn sie direkt damit nicht betroffen sind, sondern ihren vertrauten Umgebung, trotzdem ist das sehr spürbar, also die innere Ruhe bewahren. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist wichtige Thema Liebe, Partnerschaft, Freundschaften, Bekanntschaften. Und da haben gerade die Krebsgeborenen Glück. Eine gewisse innere Spannung spüren auch die Krebsgeborenen. Trotzdem haben sie auch eine gute Begegnung oder eine Nachricht oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit. All das kann bei den Krebsgeborenen passieren. Sie haben gerade eine gute Zeit, trotz dieser Spannung. Es geht aber schnell vorbei, aber haben eine gute Energie, was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen brauchen Klarheit, Orientierung und auch Kraft. Die Löwengeborenen haben Ziele und diese Ziele sind erreichbar. Aber diese Spannung ist heute sehr spürbar bei den Löwengeborenen. Also nichts Neues beginnen heute. Lieber abwarten, bis die kommenden Tage mehr Leichtigkeit da ist. Worauf die Löwengeborenen achten sollen, was passiert hinter geschlossenen Türen? Diese unsichtbare Welt. Kann auch passieren bei einer oder anderen Löwengeborenen, dass sie Neider haben oder Feinde haben. Und da sollen die Löwengeborenen etwas vorsichtig sein. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren kommt bald ein Aufstieg und sie werden sich durchsetzen im Leben und dazu benötigen die Jungfrau geborenen Kraft und Mut. Heute trotz dieser inneren Unsicherheit oder Spannung ist sehr möglich, dass die Jungfraugeborenen sich durchsetzen können. Ab morgen ist es etwas schwieriger, dann brauchen die Jungfraugeborenen auch wieder mal Geduld, bis sie was erreichen können oder sich behaupten können. Aber das ist die Thema Nummer 1 in die nächste Zeit bei den Jungfraugeborenen. Bei Tierkreiszeichen Waagengeborenen ist wichtig die Werte, auch das eigene Selbstwertgefühl und auch die Finanzen. Heute ist nicht allzu gut investieren oder etwas kaufen, weil das kann zu Verlust führen. Oder wenn wir etwas kaufen, das bereuen wir oder ist es zu teuer. Darüber habe ich auch eine extra Aufnahme, die tägliche Finanzenergie. Lieber mal die Kontoauszüge aufräumen oder die schriftlichen Sachen kümmern und das gilt besonders bei den Waagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben etwas begonnen. Und jetzt trägt das Früchte, weil es ist Bewegung da. Und das wird jetzt sichtbar sein. Und genau da in diese Richtung sollen die Skorpiongeborenen konzentrieren. Das, was sie erreichen wollen, da wo Anerkennung bekommen, das, was Früchte trägt, da die Augen öffnen und in die Richtung bewegen. Es ist Bewegung da. Bei Skorpiongeborenen kann auch passieren, eine Einladung kommt oder ein Besuch oder eine kleine Reise. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Und das ist der richtige Augenblick, das zu bewältigen, das in Ordnung zu bringen. Und das ist sichtbar, das ist greifbar. Und daran arbeiten gerade die Schützengeborenen. Das kann auch in die häuslichen Bereich sein, die eigene vier Wände oder vielleicht ein Umzug. Eine gewisse Unsicherheit oder Spannung, Nervosität ist doch spürbar. Trotzdem bringen die Schützengeborenen das ganz gut in Ordnung. Bei Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wichtig die Lebensfreude.
damit sie wieder die innere Kraft spüren. Und dann kommt ein Neuanfang. Heute spüren auch die inneren Unruhe, aber wenn sie diese Nervosität überwinden können, dann eignet sich den Tag ganz gut, etwas Neues starten oder Gespräche führen, besonders wenn das mit der Vergangenheit oder mit jemand von Vergangenheit da die Kontakte wieder aufbauen. Bei Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist wichtiges Thema Liebe, Partnerschaft, aber bei vielen Wassermann-Geborenen auch die Arbeit. Sie spüren heute die Spannung. Es ist auch nicht der richtige Augenblick, etwas Neues beginnen. Ein bisschen Geduld noch, bis das alles beruhigt, und ab morgen spüren die Wassermann-Geborenen schon die Leichtigkeit. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist eine Art Heilung. Sie bringen eine Situation in Ordnung, bringen Heilung rein oder einen Reinigungsprozess oder Klärung. Natürlich kann das auch um Krankheiten handeln und da ist eine Verbesserung ganz deutlich. Vieles hängt mit der Vergangenheit zusammen, besonders was die Gefühle betrifft, aber das bringen die Fischengeborenen gerade in Ordnung. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind die Veränderungen etwas gebremst momentan. Aber die Wiedergeborenen sollen geduldig sein, weil da dreht sich alles. Was die Wiedergeborenen jetzt nützen können, die Energie etwas in Ordnung zu bringen oder eine Heilung bringen. Wenn es um Krankheiten geht, dann ist wieder die Lebenskraft da, also ein Heilungsprozess da. Kann auch bedeuten, dass jemand in diesem Bereich sieht, ihren Berufung und da vielleicht mal überlegen, noch nicht starten, weil es ist noch eine gewisse Bremse noch da, aber mal Gedanken machen und das planen. Aber ansonsten in einer Situation, was kränkt, das bringen die Wiedergeborenen gerade in Ordnung. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.